Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus, mein Level 14er Berserker Atreo. Mit dabei ist der Dark. Huhu. Und wir sind fleißig am Leveln. Und ich muss zum Dark. Ja, wir haben unsere Armbrust fürs Mount gekriegt. Wir können jetzt vom Mount aus kämpfen, rein theoretisch. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Exakt. Noch mehr Fähigkeiten. Ja, gut, wir schauen mal. Was willst du denn? Ein Mars? Möchtest du ein Snickers? Ein Der weinendes ist Kind? alt, der ist so alt. Hunger, wo ist Mami? Ich will einen Snack. Ja. Er legt es mir doch quasi auf die Zunge. So. I'm so hungry. Ja, mein Kind. Ich habe die Taschen voll, aber das willst du ja anscheinend nicht. So, wir müssen unter anderem jetzt auch wieder Rubinis töten. Ja, guck mal, jetzt kannst du das auch direkt schon benutzen. Ja, warte. Macht wohl nicht so viel Schaden, oder? Doch, ist ordentlich. Warte mal, die Fähigkeit setze ich mir mal rüber. Und wieso ist die Truhe jetzt hier unten? Was? Rabinifuß. Heute gibt's Genau. Hasenpfote. Soll ja Glück bringen. Meins. Wie er schon ankündigt, weißt du? Hier, meins. So, das Ding hier ist hier komplett unter Feuer, die Anlage, Ja. wie man schon sieht. Dürfen wir wahrscheinlich nicht reinlaufen, ne? Nein, du fängst irgendwie an zu brennen. Also es ist nicht so wie einfach nur ein Gimmick, sondern das tut weh. Und Was hier heißt es heißt? jetzt, eigentlich Ravinis töten und dann später die Flugviecher hier rumpesen. Also wenn ich jetzt so kämpfen würde, wäre er schon längst down, ey. So muss ich nicht einfach vom Mount absteigen. Ja gut, aber... Punkt ist einfach nur, ist es ja wichtig, dass... Das auch zu lernen. Oder was Nee, für... du sollst ja mit dem Flug, mit dem Flug hier eigentlich diese Sachen Was habe ich denn machen. jetzt hier? Halten die Viecher denn lebenstechnisch ein bisschen mehr aus? Was habe ich denn jetzt schon wieder anvisiert hier? Wo Geht. schießen die hin? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich backe in den Zaun fest. Schießt der wieder? Hä? Weil das hier schon tot war, deswegen. Ich will auch. Also hier finde ich es jetzt nicht so. Jetzt zeigt man auch die Kombos an. Ich weiß nicht, was du anvisiert hast. Du hast einen Vogel angesiedelt, der über dir flog. Unabsichtlich. Das kann natürlich sein. Nee, der hat dich gerade geschossen. Ich hab ihm gerade die Augen weggenommen. Mysteriöse Box, kann man nichts mehr machen, wird wahrscheinlich dann eine Folgequest sein. Sieh, Senior, deswegen habe ich ja den Seelenstein belegt, damit ich gleich nicht nochmal hin und her laufen muss. Na, ich guck mal, ob ich die Flugviecher auf dem Boden als Zauberer kriege. Muss gehen. Zu hier. Der Zauberer ist ein klarer Vorteil. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe irgendwie total Schwierigkeiten mit der Steuerung. Schmetterschlag, brutaler Schmetterschlag, Doppelhieb.
Dreifachhieb. Tolle Schmetterschlag. Irgendwie weiß ich nicht, aber gut. So, Füße habe ich alle. Mhm. Heißt es jetzt Flugviecher töten? Was ist denn mit dem Katapult hier, dem, oder was ist das? Kannst du auch nichts dran machen, oder? Nee. Besiege Arod, besiege Aruid. Das fehlt mir noch. Ja, das sind die Fliegeviecher. Achso, okay. Aruid. Was ist ein Aruid? Warum ist Aruid? Oh, klar. Okay, Quest ist auch fertig. Jetzt gibt es noch lecker Kürbis. Und wann hast du fertig? Dann habe ich fertig. Okay. Nicht mich angreifen. Ah, Mann. Alter, kann mir jemand die Aggro wegnehmen hier? Okay. Dratscha. Könnt ihr mal hier. Gut. So muss es sein. Aber die Goldzeller nerven, ne? Überhaupt nicht. Das ist richtig assi, wenn du dann in der Gilde sitzt und dich unterhalten willst und ständig Chat dann weggeht. Okay. Achso, was ist das? Ich brauch mal einen. Ein noch, also. Gut. Dann wolle ich jetzt Ruhestein nehmen, ne? Exakt. Rückrufstein. Wieso habe ich den 10-mal in der Leiste? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Puh, ich muss vorsichtig sein mit Porten, ne? Nicht, dass ich wieder rausfliege. Glaube ich nicht. I require your assistance. Tod von oben. Spirit Class. Makains Versprechen. Der einzige Weg, wie wir jemanden überhaupt nah genug an die Lavalichthöhle bekommen, ist, wenn wir versprechen, für alle durch Monsterangriffe verlorene Besitztümer zu bezahlen. Aber die Schatzmeister von Makains Kreuzweg werden dieses Versprechen niemals einlösen, wenn die Garantiebriefe der Dorfbewohner alle von den Phönixen verbrannt wurden. Helf mir, diese Briefe zurückzubekommen. We don't find that letter. The villagers are ruined. Krise in Zandaran. Die Wagen brennen lichterloh, der Wagen brennt lichterloh, ihr helft. Ihr da, helft mir. Nehmt diesen Eimer und löscht die Flammen, bevor das ganze Dorf anbrennt. Okay. Stohlene Habseligkeiten. In all den Aufregungen haben diese fiesen kleinen Rabbini-Viecher das Dorf eingenommen. Was noch schlimmer ist, einer der Chef-Rabbini hockt in meinem Zuhause. Für jemand wie euch mag das belanglos sein, aber wir haben keine Wände, die uns Schutz bieten, wie in der Stadt. Ich wäre beruhigter, wenn jemand diese zwei Rabbini-Häuptlinge ausrotten würde. Ja, Kollege, da musst du Mörchen auslegen. Oder? Ja. Eine gelbe Quest. Die wahre Quelle. Es sieht diesen Phönixen gar nicht ähnlich, Zandaran anzugreifen. Sie werden an einem Totem angezogen. Eins, das erschien, nachdem ein Fremder namens Ketan auftauchte. Wir alle sind auf Ketans Charme hereingefallen. Er war so freundlich, so gewandt. Doch dann fanden wir heraus, dass er ein Kabimist ist. Wenn wir nicht wollen, dass die Dinge sich hier noch schlechter stehen, müssen wir das Totem zerstören und Ketan ebenfalls. Sprecht mit Cevian Kota, wenn alles erledigt ist. Also unsere ursprüngliche Aufgabe war ja, die Prinzessin zu befreien. Und wir sind doch jetzt eigentlich nur unterwegs hier, um unseren Ruf aufzubauen, oder was? Mhm, dass und die um uns das Königreich zu retten, sozusagen. Ja.
justice in this world. Die Rabini verdrängen. Besiege Rabini Betrüger, besiege Rabini Landschleicher. Those are my father's crops for Alora's sake. So. Okay. Ilaria. Na, jetzt müssen wir zu dem Dorf zurück, wo wir eben durchgelaufen sind, da die Rabinis abschlachten. Ganz viel Hasekeule für die nächsten Monate. Mhm. Frohe Ostern. Aha. Haha. Da habe ich. Du hast das falsche Ziel angesehen. Nein, ich habe den. Ich weiß, sag nicht nein, wenn es so ist, aber. Sieht schon geil aus. Was ist mit dem Kram, den wir eigentlich jetzt haben hier? Obwohl, können wir gleich machen. Alter. Out of range oder was? Was ich mir vorstellen kann, weil ich ja mit der Maus klicke und die Felder zu klein sind, dass ich da irgendwie immer so zwischenlande, weißt du? Und deswegen habe ich einen Action-Modus. Ja, aber bei den ganzen Fähigkeiten, die kriegst du alle gar nicht auf die Maus. Oder nee, sehe ich da jetzt die was? Die wichtigsten Fähigkeiten. Achso. Ja, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Zum Beispiel die Combo-Attacke jetzt gerade, die ganz normale Schuss-Dings. Betrüger brauchen wir jetzt noch, das heißt, dafür müssen wir jetzt wieder zurück. So da, wo die sind. Die Viecher. Wer noch was? Betrüger? Ja, da gibt's davon. Elender Betrüger. Feindselig, der Kollege hier. Feindselig. Wer? Was? Stand da Rabini also? Sandstreicher. Feindselig. Ja, stell dir mal vor, du bist so ein Bauer. Also bringst gerade deine Möhren irgendwo hin und dann tauchen plötzlich so fünf Hasen um dich rum an und wollen dich abschlachten. Immer. Ja, im ersten Moment würdest du ja lachen. Ja, ja. Eins. Ich habe ein Déjà-vu. Hier sollen wir hin. Aha. Brenner. Was, wo ist er? Was? Einmal auf die Kacke hauen. Was war denn das hier nochmal für eine Fähigkeit? Tugelangriff. Tugelangriff.
Ja. Wieso habe ich denn jetzt hier Tugelangriff in der Leiste? Was ist denn das? Ja, der macht auch nichts Damage drauf. Tugelangriff. Sag mir gar nichts. Kommen wir raus. Irgendwie so Fehlermeldung im Chat. Okay. Stimmt, meinen Begleiter habe ich auch nicht dabei. Och, Explorer, konzentrier dich doch mal ein bisschen. Jetzt levelt er ja nicht mit, der Kollege. So. Blaues Wächtermodus, Wachmodus, ja. So, Rabini Betrüger. Brauchen wir den noch? Nee. Jetzt brauchen wir noch die Papiere, ne? Nee, besiege Lawrence den Dieb, besiege Luther die den Flinken. Da ist Luther. Da ist Luther. Luther King. Nein! Was? Drei Lun? Mhm. Das heißt eine Selbstverbesserung. Okay, I must laufen. Oh. Ich muss mal gucken, ob man die UI größer stellen kann. Muss bestimmt. Ja, gehen. Kann man. Da kommt er angeflogen. Hat er denn jetzt für mich gezählt, Luther? Müsste. Ja. Ressourcen looten. Dokumentenschachtel. So, Papier habe ich auch alle. Betrüger brauche ich keinen. Anstreicher brauche ich keinen. Ältester was? Totems. Brauchen wir die Totems noch? Ja. Ja. Okay. Totems ist auch fertig. Jetzt fehlt noch Lawrence der Dieb und lösche die verbrannten Wagen. Oder die brennenden Wagen. So, wo ist denn jetzt hier unser Kollege Ilaria da hinten? Was sind die brennenden Wagen? Eins von drei. Machen wir noch einen. Was? Geflickte Kuh? Oder was stand da gerade? Achso. Da ist noch ein Wagen. Oh, ist das noch ein Wagen? Nee. Wir sind halt bei Mainz. Der
macht hier wieder alle Quests alleine. Wo ist denn der? Wo bist du, Kollege? Den ganzen Gewusel hier. Da bist du angeblich. Ach, da oben. Da oben! Ja, da oben. Da oben. Also mir fehlt jetzt noch Lawrence the Deep. So lange gibt es in der Richtung hier sein. Lawrence the Deep soll in der Richtung hier sein. Hm? Hier in dem Haus oder was? Oh, hier waren wir doch schon drin. Da bin ich doof. Okay. Ah, jetzt weiß ich, wo der Typ ist, der Lawrence. Ja, brauchst du denn, brauchst du Ketan, oder? Was brauche ich? Ketan? Moment, ich verstehe dich gerade ein bisschen. Ich. Massenakku. Tiefe Konzentration. So. So, was meinst du? Was brauche ich? Ketan töten. Nee, ich brauche nur diesen Lawrence. Der soll hier oben irgendwo sein. Oder was sagt er hier? Gestohlene Habseligkeiten, Besiegelung. Der Lawrence ist da, wo das X ist. Ja, ja, da bin ich jetzt auf dem Weg dahin. Der ist bei dem anderen Gebäude. Da haben sie auch gesagt in der Quest. Zwei Gebäude besetzt, bla bla bla. Also hier steht nur noch Lawrence the Deep und ein Wagen. Ja, Lawrence the Deep ist doch. Ach, da steht er. Suchen müssen wir nur in den Himmel gucken. Da wo es regnet, da ist er. Truhe. So, ein Wagen noch. One car. Wo brennt denn was hier? Da unten ist ein Wagen hier bei mir. There is one. So. Und Ruhestein nehmen, ne? Der Quest fertig? Sprechen, 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 ja. Okay. Wieso? Nee, ist okay. Wollte nur sicher gehen. Nee, muss alles sein. Ups. Partner, preserve us. This sort of thing isn't supposed to happen to me. For Alora's sake. Ja, noch einer. This is my home. Ein neues Schwert. We can fix this. We can fix this. Dann gehen wir die Quest noch da vorne ab, dann gehen wir zurück und geben die Hauptquest ab. In this world. My life is ruined. Ruined! Ruined, ich bin ruiniert, ja. Kann nicht alles haben. So, es gibt neue Fähigkeiten. Wie, du hast Level up? Ich hab Level up. Good day. Nicht.
Reittier, gezähmter Sperling. Bekomme ich das jetzt? Nee, später. Wie später? Das ist mich wieder voll irritiert. Den habe ich ja jetzt gekriegt, oder nicht? Hm? Doch, Tatsache. Sperling benutzen, ja. Gebändigt. Okay. So. Oh mein Gott, wir sind schon wieder bei 25. Mein Gott, die Zeit vergeht in dem Spiel, das ist Hammer. Okay, meine Lieben. Wie der Sperling aussieht, das werden wir in der nächsten Folge sehen von Raiders of Icarus. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge seht und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye, ciao, ciao. Ciao, ciao.